Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder und heute haben wir ein weiteres Unboxing. Ja, das Paket kommt von Zuhause W&S. Ich habe tatsächlich bisher nur Gutes gehört, deswegen bin ich da jetzt gespannt, was mich da jetzt erwartet, was mir da jetzt entgegenkommt. Und ich denke, wir schauen einfach mal rein. Vorneweg muss ich sagen, es gab keine Absprache und das Ganze habe ich alles selbst gekauft. Ich glaube auch nicht, dass die Leute wissen, wer ich bin oder ob die mich kennen. Auf jeden Fall erstmal Grüße sind raus. Und ja, ich habe mit dem Tierversand von Go tatsächlich bestellt. Deswegen gestern auf dem Weg und heute Morgen schon um 7.30 Uhr bei mir. Deswegen, ich bin sehr gespannt, in welcher Verfassung die Tiere jetzt auch sind. Also wenn sie jetzt wirklich gestern erst rausgekommen sind, kann es natürlich sein, dass die jetzt ein bisschen sportlicher sind. Wir machen jetzt einfach mal auf, schauen rein und sollte mich da jetzt noch eine Rechnung anspringen oder so, werde ich natürlich einmal einen Cut machen bzw. das rausschneiden. Und jetzt wollen wir gar nicht weiterreden, wir gucken direkt rein. Also, machen wir mal auf hier. Einmal links herum. Oh, manchmal schneide ich so ein bisschen daneben, das habe ich drauf. Da bin ich richtig gut drin. Sind wir jetzt einmal rum? Ich glaube, wir sind einmal rum. Ich schau mal kurz, ob mich wir einmal rum. Doch, eigentlich sollten wir. Rechnung. Ich sehe keine Rechnung, also von daher sei es Tutti. Gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier? Aha. Keine Rechnung, finde ich gut. Das macht es für mich einfacher. Und ja, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ach, ein Beutel. Mensch, ja. Ja, gut. Somit ist quasi schon raus, wo ich es her habe. Ich hätte es euch also auch so, ich hätte es so oder so nicht verstecken können. Es ist überall drauf, das Logo. Gut, also, ne, also damit ihr Bescheid wisst. Und da stehen sogar schon die Namen drauf, wer gut lesen kann oder wer jetzt gerade ein gutes Auge hat, der kann natürlich jetzt lesen, weiß, was drin ist. Rechnung war tatsächlich drin, auch in dem wundervollen Säckchen. Bin ich auf jeden Fall echt zufrieden. Katrin liebt diese Dinger. Von daher, Dankeschön. Und ich packe das Ganze mal beiseite. Und wir schauen natürlich, was drin ist. Ja, was hat er denn bestellt? Also wir haben hier einmal den Zungenbrecher, wo ich nicht mal weiß, ob ich das überhaupt richtig aussprechen kann. Deswegen, ich versuche es jetzt einfach. Die Ibirapora diversipes. Ab jetzt heißt sie nur noch diversipes. Das macht es mir deutlich einfacher. Und die haben wir geholt. Und wir haben die Enziocratella olivacea, jetzt heißt sie auch nur noch olivacea, das macht es mir auch deutlich einfacher. Damit ihr Bescheid wisst, die zwei Tiere haben wir gekauft. Es sind beides Weibchen, sind auch beide wohl adult, deswegen bin ich da sehr gespannt, was mich da jetzt erwartet. Und die hier scheint sich sogar vor kurzem erst gehäutet zu haben, am 21.8. Wir haben jetzt den 31.8. Deswegen, also ich bin da jetzt gespannt, was mich da anspringt gleich. Die Diversipes werden wir mal als erstes aufmachen und schauen da direkt mal rein. Okay, es ist einfacher, wenn ich es einfach hier erstmal cut und cut. So. Und wir schauen, aber bevor wir das jetzt machen, also bevor wir das jetzt gänzlich aufmachen, nehme ich mir noch ein Döschen und pack das da rein. Messer packen wir sofort weg, weil wenn da irgendwas passiert, dann will ich nicht, dass das Tier sich verletzt. Deswegen erstmal das Tierchen beiseite. Und dann packen wir das Ganze hier rein und machen das da drin auf. So besteht die Möglichkeit, dass hier irgendwie da drinnen hängen bleibt und nicht gleich rausgeschossen kommt. Und ja, gucken wir mal. Upp. So, und damit ich euch das auch gleich richtig zeige, ach nee, nicht mit den Fingern, wenn ich es richtig zeigen will, dann immer mit Pinzette, mit Fingern mache nur ich. Ich habe auch mittlerweile ein bisschen Ahnung davon, deswegen, also wenn ihr da gerade angefangen habt, nehmt immer Pinzette, ist sicherer. Im besten Fall habt ihr zwei Stück, dann könnt ihr quasi das eine da festhalten, das andere aufmachen, so. Schauen wir mal, wie das hier verpackt ist. Ich verpacke ja auch immer jetzt selbst, deswegen bin ich immer sehr gespannt, wie andere Leute verpacken. Ah, okay.
Sieht groß aus. Sieht verflucht groß aus. Wirkt nicht nur groß, scheint auch groß zu sein. Aber ihr seht, ich bin mit Pinzette nicht so bewandert. Mit Hand ist deutlich einfacher. So, es ist ein bisschen was zu sehen. Nicht viel, aber ein bisschen. Es ist irgendwie immer weniger, wenn ich hier, je mehr ich hier rumspiele, desto weniger ist zu sehen. Wir gucken einfach jetzt mal so rein und werden sie sowieso gleich sehen, weil wir werden natürlich die Tiere auch umziehen lassen. Das heißt, ich habe die Terrarien schon fertig und dementsprechend werden die Tiere dann da auch umziehen. Hier ist die Diversipes, wie sie leibt und lebt, eingeknäuselt, eingekräuselt und ja, machen wieder zu. Na? So, und machen die Luke wieder dicht. Die sieht jedenfalls fit aus. Da mache ich mir jetzt keine Sorgen. Und dann gucken wir auch direkt bei der Olivacea rein. Selbe Geschichte. Wieder hier an den Seiten. Cut. Cut. Auf jeden Fall, was die Verpackung angeht, bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Also die Tiere haben genug Platz da drin. Es sieht gut aus. Und es ist auch schön verpackt. Und ja, allgemein war es auch die Styroporbox gut ausgepolstert. Aber bei Tierversand, was soll da groß passieren? Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, wie das da läuft. Ich kann mir das regelrecht vorstellen, dass sie das abholen und dann auch direkt hinbringen. Will damit sagen, dass natürlich der Karton jetzt nicht durch irgendwelche DHL-Hände gewandert ist und dort zermanscht wurde oder irgendwas dergleichen oder viel durch die Gegend geflogen ist, sondern diese Pakete, wenn ihr mit Go Tierversand bestellen könnt, würde ich das immer machen. Ist natürlich teurer, aber die Tiere kommen sicher an und ihr könnt euch sicher sein, dass die Tiere nicht durch die Gegend fliegen oder irgendwas dergleichen. Die werden auch ordentlich beiseite gelegt und werden auch ordentlich transportiert. So, aber nicht viel schnacken, wir wollen hier weitermachen. Die Olivacea wartet. Na. Na gut, dann eben so. Selbe Geschichte, hier machen wir es auch so. Wie gesagt, normalerweise mache ich das einfach mit den Fingern. Das macht es mir deutlich einfacher, weil diese Rumpuppelei ist halt mit den Pinzetten immer so eine Sache für mich. Aber für den gediegenen Anfänger ist das auf jeden Fall die bessere Variante. Hallo. Du siehst klein aus. Du siehst sehr klein aus. Du siehst so aus von der Größe her, wie ich es mir vorgestellt habe. Die andere hingegen ist sehr riesig. So. Ja, ich weiß nicht, wie viel zu sehen ist. Ist ja meistens so, wenn ich hier auf weiß filme, dann kriegt die Kamera das ja meistens nicht hin. Was ist denn hier los? Ist das mein Akku leer hier von der, vom Licht? Es sieht fast so aus. Kein Wunder, dass ich hier kein Licht habe. Wenn der Akku leer ist, ist der Akku leer, ne? Ja, also ist jetzt gerade nicht so gut zu sehen. Ich versuche es natürlich mit dem Computer noch ein bisschen nachzudeichseln, dass man da vielleicht ein bisschen was sehen kann. Spätestens jetzt, wenn wir sie umziehen lassen, also sie in ihre Terrarien setzen, werden wir was sehen. Also so ist nicht. Das Terrarium von der Diversipes habe ich gerade auf den Tisch gestellt, habe ein LED drauf geknallt und jetzt gucken wir mal mit der Kamera rein, wie es aussieht. Und da haben wir das Ganze, ne? Also die hat jetzt hier so ein schönes verschnörkeltes Stück Kork bekommen. Dahinter kann sie sich dann schön zurechtmachen alles. Hat auch eine Pflanze bekommen und ja, also ich habe das ein bisschen schicker gemacht. Ich finde das eigentlich ganz okay so. Mir gefällt das ganz gut. Und ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und wir werden jetzt gar nicht länger rummachen. Das Tierchen möchte in sein neues Zuhause, aus der Dose raus. Und das machen wir jetzt. Ja, auch hier gilt natürlich, wenn sie nicht rauskommen möchte, dann werde ich das natürlich einfach so da reinstellen. Beziehungsweise werde dann einfach auch versuchen, dass... Mein Gott, diese Dosen sind der Wahnsinn. Mensch. Werde das natürlich versuchen, dann mit dem Zellstoff, also sprich mit dem Tüdeltuch hier, mit der Küchenrolle, was auch immer, was das gerade ist, das damit einzubringen und sie dann darüber zu tangeln, wenn sie jetzt nicht so darüber geht, wie ich das gerne hätte, ne? Also freiwillig, Vorwärtsmarsch, ne? Also so ist eigentlich immer ganz gut, ne? Man muss jetzt nicht zwingend das Tier da irgendwie groß rausfriemeln, sondern man kann das auch so da reinsetzen. Ich glaube aber, das ist hier einmal seitlich gedreht, hier das Ganze. Kriege ich das weg? Ach so, das ist innen. So. Nicht so schön, wie ich es mir vorstelle.
Ich muss sie halt von dem Weiß eigentlich runterkriegen, wenn ich sie euch zeigen möchte. Ist gerade nur irgendwie doof, sie lässt nämlich nicht los. Sie ist auf jeden Fall auch sehr ruhig, muss ich sagen. Das wundert mich. Sollte eigentlich ein bisschen zackiger sein, aber ist okay. Ruhig ist für mich auch fein. Und jetzt gucken wir noch mal, ob ich sie euch zeigen kann. Weil wenn sie da jetzt nicht mitspielen will, dann machen wir da jetzt gar kein großes Ding drum. Ich versuche das, wie gesagt, am Computer ein bisschen nachzubeleuchten. Weil die Kamera, die macht halt so ihr eigenes Ding. So, da habt ihr es einmal kurz gesehen, ne? Und ja, die werden wir natürlich dann auch öfter sehen, sobald sie dann sich zeigt in ihrem Zuhause. Und bis dahin, ich weiß gerade nicht, sollen wir dich noch ein bisschen versuchen, hier rüber zu deichseln. So, das haben wir schon mal weg. Und jetzt können wir tatsächlich noch versuchen, wenn wir das hier runterbiegen, so, dass wir sie mit dem Tuch so von unten drunter so ein bisschen bisschen in Bewegung setzen, aber die will nicht. Die hat gar keinen Bock. Na gut, wenn die keinen Bock hat, dann lassen wir sie auch. Oder? Bewegst du dich jetzt? Ich muss nämlich das Tuch da irgendwie auch reinfriemeln, wenn ich das zumachen will. Aber wenn sie jetzt gleich freiwillig rauskommt, dann hat sich das ja eh erledigt mit dem Tuch. Na komm, noch ein Stück. Ja, Mensch, bist du eine Feine. Oh, ein Traumtier. So stelle ich mir das vor mit dem Umsetzen. So muss es halt immer laufen. Jetzt gucke ich noch mal, ob ich sie euch zeigen kann, bevor sie jetzt gänzlich verschwindet. Und da haben wir sie. Da sitzt sie, ein bisschen zusammengekauert. Ne? Die hat halt jetzt auch Angst, die will ihre Ruhe haben. Und wie ihr seht, die hat da auch diese wunderschönen hellen Füßchen, ne? Super schönes Tier. Und bin da auf jeden Fall sehr gespannt, freue mich drauf, sie ein bisschen öfter zu sehen. Und natürlich werdet ihr sie auch auf Instagram auch ein bisschen öfter sehen, sobald sie sich denn zeigt und sich auch in der Lage fühlt, sich zu zeigen. Aber dadurch, dass sie sich auch erst vor kurzem scheinbar gehäutet hat, lassen wir die jetzt in Ruhe, stören da jetzt gar nicht weiter. Ne? Die soll sich da in Ruhe zurechtfinden, soll sich da eine Ecke suchen, wo sie sich ein bisschen noch ausfriemeln kann. Falls es jetzt noch nicht wirklich ausgehärtet sein sollte oder irgendwas dergleichen, was eigentlich schon sein sollte nach der Zeit. Aber wir wissen es ja nie und deswegen lasse ich es jetzt einfach in Ruhe, mach jetzt zu und das war's. Ja, die Olivatia, die wird ja angegeben als Baumbewohner, hat von mir jetzt ein 25er Würfel bekommen und wir werden mal schauen, was sie nutzt. Sie hat also eine Höhle tatsächlich und auch ein, naja, ein Stück Kork, was nach oben geht an der Seite, da schauen wir gleich rein. Die Tiere werden tatsächlich auch als beides angegeben, also sowohl Baum als auch Boden bewohnt. Also es besteht natürlich die Möglichkeit, dass sie beides nimmt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen und deswegen habe ich jetzt einfach mich für den 25er Würfel entschieden. Auch da gibt es natürlich Unterschiede von den ganzen Maßen, die angegeben werden. Das heißt, ich werde mich da jetzt selber rantasten mit dem Tier zusammen. Wir werden schauen, ob das für sie okay ist, ob sie nicht vielleicht doch ein 20-20-30 haben möchte oder braucht. Das werden wir in den nächsten Tagen rausfinden und ja, dementsprechend dann anpassen, wenn es denn nicht geht jetzt und sie das jetzt nicht gut findet, sprich sich keine Ecke sucht und sich vielleicht irgendwo in eine Ecke kauert im Offenen, weil sie nicht weiß, wo sie hin soll. Dann kriegt sie ein komplett neues, aber das ist schnell erledigt. Ich habe genug Terrarien gerade freistehen. Wir probieren es jetzt einfach mal aus mit dem 25er Würfel und wir schauen ihn uns erstmal an. Ja, das ist der 25er Würfel. Hier hat sie noch jede Menge Äste von mir bekommen. Ne? Also selbst wenn sie sich jetzt irgendwie da Tunnel bauen möchte, kann sie sich jetzt zwischen den Ästen auch Tunnel bauen. Hat hier ihr Stück Kork, was nach oben geht. Und hier ihre Höhle, falls sie die tatsächlich noch nutzen möchte, kann sie das tun. Wenn sie das Ganze gar nicht nutzt, ist das natürlich auch ein Indiz dafür, dass wir ihr das hier gar nicht zur Verfügung stellen müssen, sondern ihr dann einfach auch ein höheres Terrarium zur Verfügung stellen. Aber ich bin der Meinung, dass wir das jetzt erstmal so lassen. Ich bin damit sehr zufrieden. Es sieht gut aus und ja, sie ist auch sehr klein, muss ich sagen. Ich war selbst ein bisschen überrascht, wie klein sie ist. Und ja, denke mal, wir werden sie da einziehen lassen können ohne Probleme, weil sie einfach von der Größe her in jede dieser Ecken passen würde. Und ich bin schon fast der Meinung, dass das Ganze hier schon wieder zu groß ist.
Werden wir aber dann sehen über die Tage, wie das Tier sich verhält und was denn passiert. Jetzt bringen wir sie erstmal rein und schauen, ob sie sich gut anstellt oder ob sie mir gleich an die Kehle springt. Wir werden mal schauen, wie sie sich verhält, wie sie ist vom Charakter her. Gut, können wir jetzt natürlich so nach der Reise gar nicht sagen genau, wie sie sich jetzt verhält. Das kann sich natürlich komplett ändern in dem Moment, wenn sie sich denn heimisch fühlt und ihr Zuhause gebaut hat. Jetzt schnacken wir nicht weiter, sondern gehen direkt ran und holen das Tierchen da raus. Schauen wir mal, ob wir das hier ordentlich hinkriegen. Ah, die sitzt da. Ja, also sie ist halt wirklich nicht groß. Ein sehr kleines Tierchen. Na, nun komm. So. Hopp. Hopp. Aber was mir direkt auffällt, sind halt wirklich diese wunderschönen Füße, die sie hat. Ne? Die Beine sind halt wirklich unheimlich hübsch. Und ja, ich hoffe, wir werden sie noch sehen. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass sie sich jetzt gleich in irgendeiner Ecke verkrümelt. Und dann ist sie weg. Ja, also wenn ich sie jetzt gleich... Sie ist nämlich ein bisschen sportlicher, so wie es aussieht. Also nicht so ruhig wie die andere. Die hier sieht schon, ne, ihr seht's. Kann sein, dass die hier gleich genau das macht. So. Und das ganze Problem können wir ganz einfach lösen. Ich mache das immer ganz gerne. Wie gesagt, ich nehme immer Dosen, ne, und auch Deckel. Deckel machen sich auch immer ganz gut, um das Tier in die Richtung zu deichseln, wo man sie hinhaben will. Denn das ist einfach eine große Fläche und die funktioniert für mich immer sehr, sehr gut. Ne. Ich habe da bis jetzt noch keine negative Erfahrung gemacht. Das hier, die Dinger sind meistens für die Tiere nochmal irgendwie so ein Schockmoment oder so. Das finden die mögen diese Zangen tatsächlich nicht so, die Pinzetten. Aber ja, so. Setzen wir sie mal daran. Und dann ist sie drin. Ist natürlich jetzt nicht die Position, wie ich sie gerne hätte. Zum Film ist das jetzt super unpraktisch. Ich versuche aber mein Bestes, sie jetzt noch ein bisschen drauf zu bekommen für euch, dass ihr sie sehen könnt. Und da seht ihr halt auch die Farbänderung am Beinchen. Ne? Also ihr seht die Beinpaare, die ersten Knupsis, die sind alle dunkel. Und sie wird dann halt überall so richtig schön bräunlich, fast orange-rötlich, hat auch so Punkte, Stromatopelma-artig, und ja, muss sagen, ist ein super hübsches Tier, sehr, sehr klein, ne? Ist auch eine kleinbleibende Art, definitiv, aber ihr seht's, ne, also die ist ein deutlich sportlicher unterwegs als die Diversipes. Also von hier auch nochmal, so, dann haben wir sie hier auch nochmal gesehen, da sitzt sie, und ja, von ihr wird es denn demnächst dann auch jede Menge Bildmaterial hoffentlich geben, sobald sie denn sich ihr Zuhause gebaut hat und ja, sich dann zu Hause fühlt. Ich weiß gar nicht, kann man das sehen hier? Ich guck grad mal. Nee, kriegen wir nicht drauf. Ich habe gerade noch versucht, euch irgendwie die Krallen von den kleinen Beinchen noch drauf zu bekommen auf die Kamera, aber es ist unmöglich, das klappt nicht. Ich mache jetzt zu und stelle sie bei sich an ihren Platz. Das war das Unboxing vom Zoohaus W&S Paket. Ich hoffe, euch haben die Tiere gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also nochmal schöne Grüße, Zoohaus W&S, gehen raus an euch. Bin sehr zufrieden tatsächlich, hat alles wunderbar geklappt, der Kontakt war einwandfrei. Ich kann nichts Negatives sagen, hat mir sehr gefallen. Die Tiere sind natürlich auch wunderbar angekommen und denen geht's auch gut, von daher alles tipptopp. Und nun hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass mir doch ein Like da. Ein Kommentar wäre auch ganz nett. Und wenn du ganz neu hier bist, kannst du gerne ein Abo da lassen. Würde mir extrem weiterhelfen. Wir haben Twitch, Discord, Patreon und die Kanalmitgliedschaften. Alles Link in der Beschreibung. Schau da gerne rein. Gestreamt wird auf Twitch jeden Montag und Freitag um 20 Uhr. Und nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.